Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video im Rahmen meiner Themenwoche mit mehr Selbstvertrauen, Mama und Frau sein. Und heute soll es um 5 schädliche Verhaltensweisen gehen, die sein Selbstvertrauen eher schwächen, als es aufzubauen. Und schaut mal für euch, welche davon vielleicht sogar täglich bei euch stattfinden, bei euch Thema sind. Und die erste schlechte Verhaltensweise ist, du denkst schlecht von dir. Wir denken erstmal prinzipiell oft schlecht von uns. Wir sind nicht gut genug, wir können dies, das und jenes nicht, wir werden das niemals schaffen, wir sind nicht hübsch, nicht sexy, was nicht alles, ne? Also wir rufen uns eher die negativen als die positiven Sachen in unser Gedächtnis. Also Punkt 1, du denkst schlecht von dir, ist logischerweise eine schädliche Verhaltensweise. Punkt 2 ist, du machst dein eigenes Glück von äußeren Umständen abhängig. Das heißt, ne, man hat manchmal im Kopf, okay, ich brauche erst die 2 Kinder, das Haus und den Mann, um glücklich zu sein. Oder ich brauche den Urlaub, um endlich wieder glücklich sein zu können. Oder ich brauche dieses oder jenes materielle Gut, um glücklich zu sein. Und das ist ein total falscher Ansatz. Denn du selbst sorgst dafür, ob du glücklich bist. Niemand anderes, keine andere Person, kein Gegenstand. Du allein kannst dafür sorgen, dass du glücklich bist. Und das ist einfach eine Einstellung. Du musst dir nichts kaufen, du musst nichts erwerben, du musst nichts erreichen, um glücklich zu sein. Du kannst jetzt sofort glücklich sein, wenn du das möchtest. Dafür musst du nicht erst irgendwas erreichen. Und das müssen wir uns viel, viel öfter in unseren Kopf, in unser Bewusstsein rufen. Du kannst jetzt glücklich sein, du musst nicht erst irgendwas dafür erreichen. Und es müssen nicht die äußeren Umstände stimmen, damit du glücklich sein kannst. Das stimmt überhaupt nicht. Die dritte schädliche Verhaltensweise ist, du lässt es schweigen zu, wenn du es respektlos behandelt wirst. Und das machen wir ganz oft unterbewusst. Wenn du von außen aber als Dritter auf diesen Film deines Lebens schauen würdest, würdest du die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Du würdest niemandem erlauben, so mit deinen Kindern oder mit deiner besten Freundin zu reden, wie manche Leute mit dir reden dürfen und du das einfach annimmst. Wie respektlos andere Menschen mit dir sind und du das hinnimmst, ohne dagegen aufzustehen. Also sieh dir manchmal Situationen so als Beobachter von außen an, als Unbeteiligter. Ja, das ist ein Film. Also eine weibliche Hauptrolle, das bist du. Und dann noch andere Menschen und schau mal, wie die mit dir sprechen dürfen, wie die mit dir umgehen dürfen. Und würdest du diesen Menschen das erlauben, wenn es um deine beste Freundin oder um deine Kinder ginge? Wahrscheinlich nicht. Aber wir stehen viel zu selten für uns ein und wehren uns dagegen, wenn wir respektlos behandelt werden. Eine vierte schädliche Verhaltensweise ist, dass wir Lob und Komplimente nicht annehmen können. Wenn wir mal ein Kompliment bekommen, dann sind wir sofort so, ach Quatsch und ach und sei doch nicht und erzähl doch nicht und das stimmt doch nicht. Warum? Nehmt das doch an, das ist doch toll, das ist doch Wahnsinn, wenn jemand kommt und euch für etwas lobt, euch ein Kompliment macht, aus tiefstem Herzen, weil er das einfach gerade so empfindet, dann nehmt es doch an, seid dankbar, freut euch, bedankt euch, aber tut nicht gleich wieder so, ach Quatsch und nein, und das stimmt doch nicht. Doch, offensichtlich stimmt es ja. Und denkt auch nicht gleich wieder um die Ecke, was will der jetzt von mir, was will der damit erreichen? Nein, nehmt es doch einfach an, so wie es ist. Und fünftens, du konzentrierst dich permanent darauf, was dir an dir nicht gefällt. Wo wir wieder auch beim ersten Punkt sind, dass du schlecht von dir denkst. Du konzentrierst dich permanent auf das, was nicht richtig an dir ist oder an deinem Leben ist. Zu wenig Geld, zu wenig Zeit, zu wenig Urlaub, zu wenig Brüste, zu viel Speck, zu schlecht, zu dies, zu das, zu jenes. Du guckst immer nur bei anderen, was haben die Tolles? So möchte ich gern sein. Das ist auch völlig in Ordnung. Also lass dich inspirieren, gerne, aber vergleich dich nicht direkt mit jemandem. Du bist gut so, wie du bist. Alles an dir ist gut so, wie es ist. Konzentrier dich mal wieder auf die positiven Dinge an dir und nicht nur auf die negativen Dinge. Und wie du das schaffen kannst, das lernst du in meinem Audiokurs mit mehr Selbstvertrauen, Mama und Frau sein, den ich dir aus tiefstem Herzen empfehlen möchte und dir jetzt unten in der Infobox verlinke. Und dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß mit dem weiteren Input in dieser Woche, den du auf all meinen Kanälen bekommen kannst. Also hier auf YouTube wird es noch was geben, auf WhatsApp gibt es was, auf Instagram gibt es was, auf Facebook gibt es was. Also zieh dir das gerne alles rein. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!